Give me that, Bro 5. Hier ist wieder Cointos und ich sage Welcome back to Dead Space. So, sehr cool. Von hier an blind, auch für mich. Und, hallo? Achso. Da ist der Schalter. Sehr schön. Hey, wie cool. Ja, speichern wir doch einfach mal. Jetzt ärgere ich mich eigentlich ein bisschen, dass ich in der letzten Folge nicht erst einfach angeklickt habe. Na gut. Es ist, wie es ist. Weil dann hätte ich das eigentlich schön abschließen können und jetzt hast du hier halt den Schnitt drin. Naja, dann wundere dich nicht, ich beende die Aufnahmesession hier, ich habe jetzt gerade gespeichert. Hier geht's schön ab. Da lebt noch jemand. Naja, wie auch immer. Wir sehen uns gleich wieder. Ich unterbreche kurz hier die Folge und dann mache ich in der nächsten halt weiter. Also in der nächsten Aufnahmesession. Da muss ich mich dann wieder so ein bisschen reinfuchsen, aber du weißt ja, wie es ist. Okay, bis gleich. Ciao. Ja, da sind wir wieder. In einer neuen Aufnahmesession und auf der Intensivstation. Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Wer ist McCoy? Eine der Maden? Ich wusste, du würdest kommen. Wie ja. Du es gesagt hast. Na klar. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. Ist schon okay. Kann ich jetzt gehen? Ja, okay. Also ich bin gerade mit der... McCoy will mich zum Shuttle bringen. Okay, ich bin gerade mit der Bahn gekommen und meinst du, McCoy... Meinst du, eine Made kann ich schleppen? Hallo? Hallo? Hey! Hallo! Scheint eingeschlafen zu sein, war wohl müde, na gut. Alles klar, machen wir. Ja, okay. Hier liegt noch ein Medipack. Ich nehme das mal mit. Wir haben ja jetzt mehr Inventarslots und von daher ist das schon okay. Gut. McCoy, die Made, liegt da noch voll rum. Und hier liegen überall Leichensäcke. Ja. Denn würde ich mal sagen, probieren wir das gleich mal aus, weil hier können wir nicht durch, nehme ich an. Nee. Objekte aufheben und werfen. Ah, alles klar. Deshalb habe ich gedacht, dass man aus der Entfernung Dinge aufheben kann, weil es nämlich in dem Spiel auch geht. Alles klar. Gut. Sehr interessant. Ich muss... Ja? Okay. Sorry, dass ich jetzt so abwesend gewirkt habe die ganze Zeit. Ich musste jetzt nebenbei im Kopf ausrechnen, wie lange ich heute eigentlich aufnehmen muss. Ich habe hier nämlich keinen Timer, der das irgendwie mir sagt. Sondern, oh, was ist hier denn? Isaac, ja? Sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Was? Die ist tot? Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Okay. Also Thermit, um diese Barrikade da wegzusprengen, alles klar. So, wo war ich denn jetzt gerade, bevor ich so unsanft unterbrochen wurde? Genau, ich musste im Kopf ausrechnen, wie lange ich jetzt aufnehmen muss. Ich habe nämlich keinen Timer hier, der mir das sagt, sondern... Wie viele Shops es hier gibt? Ich habe keinen Timer hier, der mir das sagt, sondern muss immer auf meine Uhr gucken, die ich hier hingestellt habe. Und ich muss dir ein kleines Geständnis machen. Hallo? Du hast dich doch gerade noch bewegt. Wie geht's denn dir so? Ja...
Ist doch gut. Nee, du hast dich nicht mehr bewegt. Okay, mein Geständnis. Ich habe zwischen den Aufnahmesessions nochmal einen alten Spielstand geladen. Oh, ist das laut hier. Ich muss gerade mal... das ging so. So, ich habe einen alten Spielstand geladen und ich habe zwei kleine Sachen anders gemacht, bis ich wieder hierhin gespielt habe. Na, gehst du auf? Und zwar... Einmal habe ich den Energieknoten doch oben eingesetzt. Das ist die Hauptänderung, die ich gemacht habe, weil ich mit der alten Entscheidung nicht zufrieden war. Denn das war ein Energieknoten verschwendet da unten. Kann ich dir das nächste Mal erklären, wenn wir das wieder sehen? Also wenn wir wieder an so einer Werkbank sind. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Ja, das bin wohl ich. Ich bin gefährlich. Ich bin eine Anomalie. Ich bin anormal. Ach, warum schieße ich immer daneben? Okay. Ich denke, das lief einigermaßen gut. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob hier nicht noch irgendwo was ist, nämlich der Alarm ist ja immer noch an. Ich lade mal lieber nach, auch wenn es nur zwei Schuss sind. So, die andere Sache, die ich anders gemacht habe, war, dass ich nochmal kurz nach oben gefahren bin und habe noch das kleine Medipack da aus dem... Medipack. Also diesen kleinen Gesundheitsbonus habe ich noch aus dieser Toilette rausgeholt, weil den hätten wir ja nicht zurücklassen müssen. Aber ich habe das jetzt nicht gemacht. Ja. Within the vents, also in der Lüftung. Das wissen wir doch. Ich habe das jetzt nicht mit dir zusammen gemacht, weil es ist ja an sich wirklich bloß Zeitverschwendung, das in eine Folge zu packen und da einmal hochzulaufen. Du siehst nicht gesund aus, mein Freund. Scheiße. Oh, der ist größer. Scheiße, was mache ich denn hier? Quarantäne aufgehoben. Ja, das ist ja nett. Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt ein bisschen hier... Siehst du, und da geht unser Medipack schon hin. Aber ich habe genau die gleichen Sachen gekauft und verkauft, die ich auch sonst gekauft habe. Also da hat sich jetzt nicht viel geändert. So, und ich habe hier gerade mal richtig ordentlich verkackt. Aber na gut, das bleibt leider nicht aus. So, was haben wir denn hier noch alles? Ja, so ein bisschen Muni. Ist nicht gut. So, es ist übrigens relativ früh am Morgen. Es ist jetzt 6:30. Ich war den größten Teil der Nacht unterwegs. Ich bin, glaube ich, erst 3:30 nach Hause gekommen. Oh, eine Toilette, da habe ich jetzt... Nee, aber die benutze ich nicht. Guck mal, wie das aussieht hier. Bezahlen die hier keine Putzfrauen? Ohne Scheiß. So. Und vorhin haben wir was mitbekommen. Ach so, das ist hier so zum Durchgehen. Das ist auch praktisch. Vorhin haben wir was mitbekommen, da haben wir so ein Schema aufgehoben. Wir können jetzt, wenn wir das nächste Mal an so einen Shop gehen, können wir auch einen Flammenwerfer kaufen. Ich glaube nicht, dass ich den kaufen werde, und zwar aus folgendem Grund. Warte mal, kann ich hier reingehen? Oder war ich da gerade schon drin? Nee, hier war ich noch nicht drin. Ein Videolog. Wir gucken das erstmal an und dann quatsche ich weiter. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen.
Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Ja, schon mal ein bisschen Hinweis darauf, wie, worum es hier eigentlich geht. Ich speichere mal ganz kurz und wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. Ja, und das war's. Ja, ein kleiner Hinweis darauf, worum es geht. Ich war eben beim Flammenwerfer, den zu erklären, ne? Oder beziehungsweise zu erklären, warum ich den nicht kaufen werde. Wahrscheinlich nicht kaufen werde. Erstmal kenne ich die Waffe noch. Ja. Will ich. Es tut mir echt leid. Aber ich kann dir nicht helfen. Das ist vom Spiel nicht vorgesehen. Das ist ein Baby. Das war mal ein Baby, besser gesagt. Das ist ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass die ganzen Föten hier hinten oder die kleinen Ungeborenen dort hinten... Sind das Klone? Pflanzen sich die Menschen in dieser Realität in der Zukunft sofort? Na gut. Jedenfalls die kleinen Babys, die da hinten in der Kammer drin sind, das war jetzt ein Hinweis darauf, dass das gerade ein Baby war. Sind miese Viecher in dem Spiel. Nee, jedenfalls der Flammenwerfer ist echt hilfreich für... kurze Distanzen und viele Gegner, aber das hat man relativ selten hier im Spiel. Na, wo bist du? Bist du hier nicht noch irgendwo? Boah. Fick dich. Boah, geh von mir runter. Nein, ich bin nicht dein Papa. Oh. Bam. Hashtag pro Abtreibung. Vergib mir, dass ich das gesagt habe, aber das hat jetzt einfach gepasst. Ich bin manchmal erschrocken darüber, was ich so von mir gebe. Mistvieh. Entschuldigung, ich weiß, Gewalt gegen Kinder ist echt schlecht. Verprügel nicht deine kleinen Geschwister, falls du welche hast. Nur weil du das hier gesehen hast. Alter, die ganze Munition, die hier rumliegt, unfassbar. Ich weiß übrigens gar nicht, ob wir auf dem richtigen Weg sind, aber ich gehe einfach mal davon aus. Na, haben wir hier noch einen? Das kreischt doch. Ja. Fick dich. Boah. Ich würde jetzt gerne endlich mal dazu kommen, zu erklären, warum ich den Flammenwerfer nicht kaufen wollte. Nämlich, ich glaube, ich kaufe das Plasmagewehr. Was hat das Vieh eigentlich da drinne gemacht? Voll krass. Ich kaufe lieber das Plasmagewehr, denke ich. Und belasse es dann bei diesen beiden Waffen, weil du merkst, wir finden die ganze Zeit Plasma-Energie, also für den Plasma-Cutter, der wirklich mit die beste Waffe im Spiel ist, meiner Meinung nach, weil man damit eben so gut die Gliedmaßen abtrennen kann. Und wir finden die ganze Zeit nur Munition dafür, weil wir... Okay. Das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Okay. Wir finden deshalb die ganze Zeit Plasma-Energie, weil wir bisher bloß den Plasma-Cutter haben. Und sobald wir noch eine andere Waffe haben, finden wir davon auch mehr. Und je mehr Waffen wir haben, desto... desto unterschiedlicher ist es dann. Also desto mehr verschiedene Munitionen finden wir. Das wollte ich sagen. Ja, sehr schön. Dann kommen wir ja gleich wieder hier raus. Die ganze Munition, die da unten liegt, können wir vielleicht später irgendwann nochmal holen. Und ja. Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll. Ach, jetzt habe ich eine Leiche angehalten, oder? Ich höre da doch was. Ah, dich hatte ich gehört. Das sind die Größeren schon wieder.
hinter euch. Ja, also an Munition mangelt es uns bisher nicht. Ich hoffe, das bleibt so. Lebensenergie könnte man mal ein bisschen was finden. So. Ich war vorhin auch noch dran, irgendwas anderes zu erzählen, genau, was ich letzte Nacht gemacht habe und warum ich so zeitig aufnehme. Aber ich speichere erstmal kurz. Also, nochmal ganz kurz. Bis gleich. So, dort war's. Gut, ich gehe mal ganz kurz an den Shop. Mal gucken, ob wir irgendwas Sinnvolles kaufen können. Ah, ja, wir haben jetzt den Flammenwerfer. In anderen Spielen würde ich den wahrscheinlich wirklich kaufen. Da fände ich das auch mega heiß. Hast du gemerkt, was ich da gemacht habe? Ja, aber hier glaube ich nicht. Luftkanister brauchen wir auch nicht. Midipack klein brauchen wir auch nicht. Na gut, gehen wir wieder raus. Ja, so geht's. Alles klar. So, Termit. Haben wir den jetzt nicht gerade aufgesammelt? Habe ich die jetzt liegen lassen in diesem komischen... Hä? Also das verstehe, wer kann. Ich habe doch Termit. Oder nicht? Okay. Nee, das Termit finden. In der Nähe des Hauptlabors wird Termit gelagert. Ein klein wenig davon plus eine elektrische Ladung. Habe ich das jetzt da liegen lassen? Bin ich doof oder so? Ey, manchmal ist mir auch nicht zu helfen, oder? Ja, fast hier noch reingerannt. Diesmal habe ich sie. Lalalalala. Ist es das hier? Nö. Finde ich ja jetzt merkwürdig. Wo liegt denn das Zeug? Das ist ja alles bloß Plasma-Energie. Warum können wir jetzt plötzlich so viel davon mitnehmen? Vorhin war es doch noch voll. Also es tut mir echt leid. Ich bin ein bisschen blind jetzt. Habe ich das Gefühl. Hier bei den Babys wird man noch kein Termit lagern, oder? Was auch immer das ist. Also es ist ein Sprengstoff, aber... In der Nähe des Hauptlabors, haben sie gesagt. Das kann doch jetzt nicht sein. Ja, das bleibt leider nicht aus, dass man sich ab und zu in den Let's Plays verläuft, gerade wenn man so einen Orientierungssender hat wie ich. Ich mache das jetzt einfach mal hier auch zum Running Gag. Warum nicht? Okay, ich guck nochmal ganz kurz auf die Karte, vielleicht ist es da irgendwie vermerkt. So. Ich habe das Gefühl, hier sind wir richtig. Ich gehe jetzt nochmal da hoch und gehe noch ein bisschen durch die Zone so. Also ich gehe nochmal den Weg, den wir eben gegangen sind. Auch wenn das jetzt natürlich doof ist, aber was willst du machen? Ah, ich werde jetzt mal erzählen, was ich eben gemacht habe. Quatsch, warum ich letzte Nacht so... Also ich muss viel nachts arbeiten. Es bleibt als Auftragskiller nicht aus. Nein, Quatsch, aber... So, und jetzt gucke ich nochmal auf die Karte. Ich habe doch das Termit gefunden, oder nicht? Das wundert mich jetzt echt. So, Stase wird nochmal aufgeladen. Ja, aber ich,
wollte jetzt einfach auch gerne was aufnehmen, weil ich will dich ja auch nicht immer so lange auf die neuen Folgen warten lassen. Ich schaffe es aufgrund der Arbeit sowieso nicht immer, immer neu hochzuladen. Also so schnell, wie ich es eigentlich möchte. Bildgebende Diagnostik. Vielleicht müssen wir auch hier rein. Wahrscheinlich mussten wir jetzt erstmal hier bloß den Bereich klären, damit das hier aufgemacht wird. Boah. Habe ich mich erschrocken, ohne Scheiß. Was machst du da? Mach das doch nicht. Willst du eine Aspirin? Ich glaube, ich habe noch so ein Medipack. Warte mal. Na gut, so geht's auch. Wie du meinst. Dann mach das eben so. Ja, und jetzt ist es halt relativ früh am Morgen. Ich bin schon... Okay. Überbrücken. Einen Energieknoten zum Überbrücken des Schlosses verwenden. Oh Leute, warum meine schönen Energieknoten? Na gut, mach ich mal. Was soll's? Vielleicht... Was? Achso. So. Ich wollte damit eigentlich meine Waffe ein bisschen weiter aufrüsten. Sie haben da unten was gefunden, richtig? Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts göttlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Matthias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Matthias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Da unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Ist es sicher, steht er auf dem Boden. Und diesen Halbleiter aus Gold würde ich schon gerne mitnehmen. Ich glaube, den kann man relativ teuer verkaufen. Ich schmeiß einfach mal was aus dem Inventar. So ein kleines Medpack. Was soll's? Das kann hier auf uns warten. Vielleicht können wir es später noch gebrauchen. So, und wir sind gerade am Ende der Folge angekommen. Ist ein bisschen länger geworden als sonst, aber ich meine, ich hoffe, das stört dich nicht. Denke ich nicht, oder? Alles klar, dann danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bleibst du so cool, wie du bist. Ich bleib so cool, wie ich bin. Und ja, wenn es dir gefallen hat, diese Folge, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Kennst du den Spruch. Alles klar, bis dann. Ciao. Hier ist wieder kein Ich habe uns natürlich wieder eine kleine Nebenmission ausgesucht. Sind das Antipanzerangriffe? Na, kommt ihr? Ich würde gerne unsere alte Taktik wieder verfolgen und die hier in diesen Engpass locken. Na, kommt ihr?